Nice! Mission abgeschlossen, ein kommerzieller Park. Haben wir die 5 Millionen... Hey, gut gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich. Und yeah. Die Besucherzahlen spiegeln das wider. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn du das sagst, Isaac... Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Okay. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Oh, ich glaube, da ist einer angepisst. Och, Mann. Dracorex ist jetzt verfügbar und 1 Million Dollar haben wir bekommen. Geil. Was? Ein Range Center? Kann man dort rennende Superhühner bauen, die alles gewinnen? Wett? Was? So. Wir haben wieder ein bisschen Kohle, Leute. Es regnet zwar, aber die... Also Ranger Center müssen wir auf jeden Fall nochmal bauen. Das können wir hier irgendwo hinbauen. Hier ist eher so ein bisschen die... Ja, sag ich mal, ein bisschen die Meile, die Zuschauer, Passagiermeile, die Besuchermeile. Wir können mal eben hier eine Ziege wieder auffüllen. Das hört sich so mies an. Es tut mir leid, kleine Ziege. Es tut mir leid, wirklich. Ein Rangelcenter, ach so. Ach so, super, ist spät, tut mir leid, Entschuldigung. Tut mir leid, kleine Ziege. Tut mir leid. Oh. Das ist Lambert, Moin. Unser Sicherheitschef. Was geht ab? Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Danke, Lambert, hör mal. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Mhm. Kampfpotenzial. Mhm. Jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen. Ah ja. Eingeschlossen. Klar. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Hä? Was willst du damit sagen? Willst du mir... Was? Extrahieren Sie im Fossilienzentrum neue DNA, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten. Jedes neue Tier im Park bringt eigene Probleme mit sich, aber nur dadurch können wir lernen, sie zu kontrollieren. Das stimmt natürlich. Lebensfähige Genome helfen uns dabei, zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Und dieses Wissen wird irgendwann überlebenswichtig sein. Wissen ist also Macht. Sehen Sie sich den Auftrag an. Ja. Müssen wir machen, ne? Ist nicht ganz schlecht. So, Bernd, du bleibst weg von der Ziege. Nein, bleib weg von der Ziege. Du hast keinen Hunger. Du hast eh keinen Hunger. Siehst du? Du hast keinen Hunger. Wie sieht es eigentlich mit Dennis aus? Trinkt. Oh, das ist ja wunderbar. Wunderbar. Vorstellen Sie ein neues Genom zu 50%. Okay. Aber ich würde mal sagen, warte mal, was ist hier? Kontrollraum, was haben wir hier? Ach, genau. Stimmt, die Expedition ist ja fertig, ne? Die haben wir ja durchgemacht. Obsidian. Die haben wir neu freigeschaltet. Geil. Was ist das denn? Rhenium. Erstmal verkaufen. Geil. So, hier können wir nochmal weiter forschen. Hier können wir auch nochmal weiter forschen. Zack. Und zack. Let's go. Die können wir auch nochmal machen, ne? Zack. Wunderbar. Forschungsteam kostet halt wieder 75.000, ne? Das brauchen wir eigentlich gerade noch nicht. Wir kümmern uns erstmal um die anderen Aufgaben. Wir haben ja noch Ausfallschutz 1.0 Upgrade. Da müssen wir hier ans Forschungszentrum. Das haben wir ja gelernt, Leute. Das haben wir ja gelernt, ne? So, genetische Forschung, Gebäude-Upgrades. So, Ausfallschutz. Das kostet halt pro Forschen, glaube ich, einmal 100.000. Beeindruckende Arbeit. Was? Den haben wir schon ab. Ach so, wir sollten einfach forschen. Okay. Du musst noch auf Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit achten. Wenn du eines machst, gehen die anderen beiden runter. Deswegen ist es sinnvoll, immer eins von jedem zu machen nacheinander. So ist man immer gut aufgestellt. Genau. Das finde ich gut. Das machen wir so. Siehst du, jetzt haben wir ja das hier hochgeupgradet. Und jetzt können wir halt hier von Wissenschaft noch ein bisschen was machen. Finde ich, bin ich genau eurer Meinung. Oder deiner Meinung in dem Fall. Aber ein Ranger Center braucht... Die Ziege ist schon wieder weg. Der hat die Ziege schon wieder verfuttert, Alter. Ey, das ist echt ein Monster, Mann. Was passiert denn irgendwann, wenn der da noch einen Freund drin hat? 4 Ziegen hat er gefressen, Mann. 4 fucking Ziegen. Bernd, ist das dein fucking Ernst? Oh. So. Wie sieht's aus? Forschung ansehen. Da wird noch geforscht, ne? 3 Minuten. Okay. Alles klar, wir machen gerade ein bisschen Kohle. 64 pro Minute. Geil, Leute, läuft.
läuft. Ranger Center und ACU. Ich würde mal hier das Ranger Center und ACU-Ding nochmal hinbauen. Dass wir halt alles in einer Ecke haben. Wisst ihr, Freunde? Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Haben wir hier ein bisschen die Bäume weg. So. Wird auch ein bisschen gute Sicht haben, ne? Ist ja auch nicht unwichtig. So. Wunderbar. Ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich gut, ehrlich gesagt. So, 400.000 kostet jeweils eins. Dann machen wir erstmal die Ranger-Station. Da brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Strom, das stimmt. Aber wir müssen das Stromnetz ja so oder so erweitern. Also das ist ja vollkommen klar. Da können wir eigentlich mal gucken, dass wir das Ding hier abreißen und ein bisschen weiter hier nach vorne ballern, ne? Weil das ist sowieso das einzige Gebäude, was gerade unerreicht ist. Also, was das hier mit einkesselt. Wisst ihr, was ich meine? So, zack. Kein Strom, das kommt sofort. So. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen sie mehr Kraftwerke oder erhöhen sie die Produktion. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. So, wir reißen das Ding mal ab. Ach, können wir gar nicht abreißen, das Ding hier. Deaktivieren. Ach so, okay. Ja, egal, dann bauen wir hier noch eins hin. Da muss ja so oder sonst dann irgendwann eins hin. Ich meine, die sind zwar ein bisschen teurer, die Dinger, aber geht halt nie anders. Zählt das jetzt schon da rein? Ja, oder? Mach mal so. Bäm. Fertig. Warum hat das Ding denn jetzt keinen Strom? Warum hat das Ding keinen Strom? Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Kein Problem. Kein Problem, kein Ding, Mann. Haben jetzt wieder Geld dazu bekommen? Ja, Rufbelohnung, Extraktionstempo. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aber sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Mhm. Und das ist eine Belohnung wert. Was macht der da? Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Huch. Wissenschaft, Mission Nummer 1. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Du brauchst noch ein Kraftwerk. Okay, beschaffen Sie 5% des folgenden Genoms Triceratops. Okay. Schaffen Sie einen Triceratops-Genom. Dieser Dinosaurier lebt in Nordamerika in der Nähe der Grabungsstätte bei der Lance-Formation. Die Mission schlägt fehl, wenn ein Dinosaurier stirbt, der für die Mission benötigt wird. Was? Hä? Okay. Okay, wir bauen ein Kraftwerk. Ja, hier hinten ist halt nur ein Kraftwerk, ne? Wir bauen halt hier noch eins hin. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Guck mal, hier kann man halt alles noch bauen, ne? Hier sind da die Wege zusammen alles noch. Können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers? Ja, warte mal kurz. Wir müssen mal eben hier. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Die Infrastruktur ein bisschen umbauen. Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Hören Sie auf! Ich muss mich konzentrieren. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier. Nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Ja. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ja, Frau Dualittle, aber ich muss hier gerade ein bisschen Strom machen. Ich kann jetzt gerade nicht, okay? So, jedes Kraftwerk speist eine gewisse Menge Strom in das Netzwerk ein. Jedes Gebäude benötigt eine gewisse Menge Strom, die sich erhöht, wenn es verbessert wird. Okay. Verbessern Sie Ihre Kraftwerke durch Upgrades oder bauen Sie neue, um die gesamte Stromproduktion zu erhöhen. Alles klar. Machen wir. Sollen wir das hier hinten lieber hinsetzen, so ein bisschen abseits? Oder ist das nicht so geil? Sollen wir das direkt hier dran ballern? Das ist halt so nah an dem hier dran, ne? Ich will halt schon ein bisschen flächendeckend bauen. Du kannst den alten Skin für den Jeep freischalten, indem du Sprünge mit dem Auto machst. Du musst etwa 5 Sekunden in der Luft sein, dafür hast du etwa 20 Sekunden Zeit. Der Regenwald wird planiert, um Industrie dahin zu stellen. Erstmal ein Kraftwerk dahin. Ja, mach ich doch hier. Ist doch ein Kraftwerk, oder nicht? Ich habe ja hier ein Kraftwerk.
Die Kraftwerke speisen das gesamte Netz, egal wo sie stehen. Okay. Okay. Dann baue ich das Ding jetzt hier hin. Fertig. Oder? Jupp, alles gut. Okay, dann baue ich das Ding jetzt hier hin. Fertig. Zack. Wird eingebaut. Jetzt müsste das Ding eigentlich auch wieder Strom bekommen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, das muss auf die andere Seite. Kann das sein? Ich glaube, ich muss hier wirklich einfach nur eine Leitung hinballern. Hä? Verbaut. Aber warum kriegt denn das Ding keinen Strom? Das verstehe ich nicht. Wirklich Strom. Wahrscheinlich vielleicht wirklich erst mit dem Kraftwerk. Das kann sein. Bisschen Geduld, Kevin. Bisschen Geduld. Wir warten mal kurz ab. Müsste eigentlich passen. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Machen Sie weiter so. Ach, guck mal hier. Guck mal an. Jetzt kriegen wir wieder Strom. Jetzt können wir das Ding auch abreißen. Sorry, ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich lerne, wir alle lernen. Wir lernen alle gemeinsam. So, jetzt haben wir hier ein Ranger-Auto. Was? What? Hä? LOL. Kann ich damit die Leute, Kontakt verweigert. Okay. Ich musste das ausprobieren. Sorry. Es ging nicht anders. Okay, ich will die alten Skins haben. Wobei, ich glaube, wir sollten uns nicht um die alten Skins... Hallo, was geht ab, Mann? Wie geil ist das denn? Leute! Wie cool wir hier einfach rumfahren können. Oh, hier ist das Tor. Aber wir können jetzt nicht rumlaufen, ne? Wir können nur rumfahren, glaube ich. Moin! Alter, wie geil ist das denn, Mann? Ohne Scheiß. Guck mal hier. Da läuft Bernd. Da ist eine Ziege. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Bernd. Stopp. Stopp. Foto machen. Weise Rollen neu zu. Ah, wie schön. Das hat fast was Künstlerisches. Was passiert denn jetzt, wenn wir ein Foto machen und der frisst die Ziege? Die Gyrosphäre geht im Ego-Modus? Alter, wie geil ist das denn, Leute? Ich glaube, wir werden auch viel Spaß haben mit dem Spiel. Mit einem Genom von... Wir haben ein Radio? Ist das nice, Mann. So, warte mal. Aufgabe hinzufügen. Futterstation auffüllen, Dinosaurier medizinisch behandeln. Wählen Sie markierte Objekte in der Welt aus, um sie ihre Ranger-Teams als Aufgabe zuzuweisen. Ja, das können wir ja nicht machen, Alter. Das können wir ja... Wir müssen den halt erst hier einsperren und hier müssen wir halt ein Tor noch hinballern, ne? Damit die da reinkommen. Guck mal, jetzt fahren die einfach zurück. Weil die keine Aufgabe haben. Ciao! Ey, Leute! Alter, die fahren einfach über den Weg. Was ist mit denen los? Sind die krank? Hä? Sind die besoffen? Seid ihr bescheuert? Die Dinos bleiben gechillt, wenn Ranger kommen. Ist euch sicher, ja? Also wenn ich hier einen Ranger reinschicke, sind die gechillt, ja? Der Bernd bleibt gechillt. Ist euch hundertprozentig, ja? Eigentlich sollte man auf 20 Pflanzenfresser einen Fleischfresser machen und dann alle in einem Riesengehege und dann mit der Gyrosphäre durchheizen. Da passiert nichts. Okay, dann bauen wir jetzt hier ein Tor rein.
Wobei brauchen wir gar nicht. Das ist eigentlich Zeitverschwendung. Wir können mal hier auffüllen. Bin zur Futterstation unterwegs. Füge Aufgabe hinzu. So. Und dann können die das hier noch, das auch noch auffüllen. Aufgabenplätze voll. So, kommen die jetzt hier angefahren oder was? Guck mal, da kommen sie angefahren. Moin. Richtige Party, Alter. So, jetzt müssen die eigentlich hier durch das Tor fahren, ne? Da müssen wir halt aufpassen, dass das Ding nicht abhaut. Können die das Tor aufmachen? Oh, lol. Geht das Tor wieder zu? So, Dennis, hau du mal kurz ab. Das Tor geht wieder zu, wunderbar. Die fahren langsam ran. Dennis ist gechillt, also der ist ja sowieso ein Pflanzenfresser, also alles entspannt. So, und jetzt auffüllen, Leute. Wunderbar. Manchmal passiert schon was, aber selten. Wird denn jetzt wichtig, mit R und T kann man die Ranger oder den Heli direkt auswählen. Okay. Dankeschön, Leute, dass ihr mir so weiterhelft. Das ist wirklich geil, Mann. Ohne Scheiß. Und auch an die Leute bei YouTube, gerne, wenn ihr Tipps habt, in die Kommentare damit. So, sind die jetzt fertig? Achso, die können ja jetzt, warte mal, die können ja jetzt hier noch weitermachen, ne? Das wird jetzt halt interessant. Unterwegs zur Futterstation. Ich hoffe halt, dass Bernd jetzt gechillt bleibt. Aber wenn ihr das sagt, Leute, dann wird das wahrscheinlich schon stimmen. Hauptsache, Bernd ist gechillt. Ich würde nur auffüllen, wenn die leer sind. Zumindest am Anfang. Ich meine, das kostet 50.000, okay. Kann ich zum Beispiel das wieder... Okay, hast recht. Ich würde nur auffüllen, wenn die leer sind. Ja, okay, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es Geld kostet. Dann müssen die halt jetzt wieder wegfahren. Ich fahr mal raus. Mach mal das Tor zu. Moin! Wie geil das ist, Alter. Das ist ja mega nice, Mann. Aus dem Weg! Ich muss da durch. Miau. Aus dem Weg. Wow. Geil. Was? Können Sie nicht schneller fahren? Achso, wir haben neuen Fahrzeugskin freigeschaltet. Geil. Das Radio, Alter, das ist ja mega nice. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ja. Brüten Sie mindestens 4 neue Dinosaurier aus, lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Mehr Dinosaurier bedeuten mehr Gäste, mehr Gäste bedeuten mehr Geld. Einfach sagt, ja, machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir gleich. Wir machen erst das Wissenschaftsding. Machen wir fertig. Machen wir erst das Wissenschaftsding fertig. So. Zack. Wie sieht es denn hier aus mit der Forschung? Wir müssen ja immer noch unser Gebäude upgraden, ne? Forschungszentrum benötigt... Was? Was? Wir brauchen jetzt noch ein Forschungszentrum? Ja, Bernd braucht einen Kumpel, hundertprozentig. Auffüllen kostet je nachdem, wie leer die sind, okay. Wir brauchen jetzt noch ein Forschungszentrum, damit wir hier weiter forschen können. Also meinen die jetzt... Das verstehe ich jetzt halt gerade nicht, Leute. Pro Insel ein Forschungszentrum. Level 1 ist fertig erforscht. Ach so. Ja, aber... Wenden Sie das Ausfallschutz 1.0 Upgrade auf... Ach so, warte mal. Können wir das jetzt schon anwenden, oder was? Ah, okay. Hat sie erledigt. Dankeschön. Alles cool. Alles geklärt. Gut gemacht. Sorry. Sie haben die Anlage vergrößert und neue Gebäude gebaut. Nice, Mann. Let's go, Alter. Wir sind am Schlüssel hier, Leute. Bernd kriegt gleich einen neuen Freund und hier Dennis kriegt auch einen neuen Freund. Das kann so nicht bleiben. Ein Fleischfresser und 20 Pflanzenfresser. Meint ihr, wir könnten das irgendwann hier eröffnen? Aber dann könnten wir halt den Bernd keinen... Kannst du erst auf der nächsten Insel erforschen. Das Update ist erforscht. Okay, danke. Es gibt Missionen, die du erst mit mehreren Inseln machen kannst. Alles klar. Okay. Alles klar, dankeschön. Gut. Vergiss das erstmal. Kannst noch keins bauen. Okay, alles gut. Nee, ich war nur mit dem, wegen dem Upgrade hier ein bisschen verzwirbt jetzt gerade. Mit einem Genom von ausbrütenden Ziceratops. Das heißt, wir müssen wieder ein Forschungsteam losschicken. Das ging, glaube ich, hier, ne? Hier war das, genau. Expeditionszentrum. So, da müssen wir nach hier unten. Aber das ist noch nicht frei.
Setz weiter der Expeditionszentren voraus. Okay. Was haben wir hier? Hyangosaurus. Ceratosaurus. Triceratops. Triceratops, das meinten die doch, oder? Wir müssen Triceratops machen. Oder? Warte mal, ich guck mal eben. Kann ich hier die Aufgabe nachschauen? Mit einem Genom von 50% ausbrüten und freilassen. Triceratops. Was? Die Krankheit eingedämmt. Oh nein! Ranger! Auf geht's! Es wird wichtig! Helft den Dennis! Wo ist Dennis? Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Ja, ich weiß. Zeit, ihn zu behandeln. Ich bin unterwegs. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Halt durch, Dennis. Wir helfen dir. Halt bloß durch. Halt einfach durch, Dennis. Kein Stress, Mann. Macht mal ein bisschen hinne da, Leute. Währenddessen können wir hier schon mal die Leute losschicken. Zack. Dem Dennis wird jetzt geholfen. Triceratops, zack, auf geht's. Wunderbar. Fertig. Dennis wird geholfen, Mann. Wo ist unser Auto? Da. Helf dem, schnell! Los! Was habt ihr gemacht? Habt ihr denen jetzt geholfen? Habt ihr denen ein Gegenmittel ver... Haben die dem jetzt ein Antibiotikum gespritzt oder was? Dr. Bob, Junge! Ist das Tor auf? Ich hoffe, das ist wieder zugegangen. Okay, Tor ist wieder zu. Ich glaube, die haben denen geholfen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt, Freunde. Wir gucken mal hier eben in das Kontrollzentrum rein. Aufträge. Neuer Auftrag. Neuen Auftrag anfordern. Das brauchen wir gerade nicht. Wir müssen halt hier ein bisschen... Wir müssen halt ein bisschen hier noch was... Hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen, ne? Weil da haben wir noch gar nichts gemacht. Also ich glaube eher nur eine kleine Aufgabe. Also nichts Besonderes. Dennis ist geholfen. Wunderbar. Und das Forschungszentrum, Expeditionszentrum meine ich, ist gerade noch auf einer Expedition. 2 Minuten verbleibend. Ja gut. War ein 3-Kilo-Zäpfchen, so hat Dennis es am liebsten. Das hast du jetzt gesagt, du Sau, du. So, Bernd geht's auch noch gut. Wir können ja eigentlich hier nochmal gucken, ob wir ihn ausbrüten können. Eine Saurier ausbrüten. Guck mal hier. Triceratops. Ausbrüten. Ja. Und noch einen von denen hier. Die Süßen. Dennis braucht einen Freund. Geil. Alter, wenn der Triceratops durchgeht, dann heißt der Selma. Also wenn es ein Die ist. Also, da muss es auf jeden Fall Selma heißen. Geht nicht anders, Leute. Geht nicht ohne. Die Infos sind wichtig. Sind zum Beispiel Stegos in der Unterzahl, gibt es Probleme. Also die Infos in den... Dinos, warte mal, meinst du, warte kurz. Ne, das sind die Fossilien. Hier oder was? Dinosaurier. Was meinst du denn? Was für Infos? Ernährungsart, Bodenpflanzenfresser, Gattung, Triceratops, Familie, blablabla, das brauchen wir ja nicht. Wenn die Sauerwehr erfolgreich aufgezogen kann aus der Hämmer- und Entwicklungslabor freigelassen werden. Alles klar. Triceratops war ein Pflanzenfresser. Was meinst du denn? Genau. Die Dinos sind alle weiblich, glaube ich. Achso, das kann sein. Bei den Lebenden sieht man das. Okay. Warte, wo ist Dennis? Geborgenheit, 100%. Stand, sozial. Okay, Infos. Kleiner Vertreter. Klassifizierung, kleiner Pflanzenfresser, Appetit, Stoffwechsel, Geborgenheitsschwellenwert 10%. Soziale Gruppe 0 bis 20. Idealer Bestand 0 bis 25. Okay. Okay. Anfällig für Erkältung. Ja, so sieht er auch aus, ey. So sieht er aus.
Alter, 32? Was? Warum ist der so alt? Also dann können wir ja jetzt beruhigt eigentlich schon mal jemanden raus... Eigentlich schon jemanden reinballern, oder? Wie sieht's denn hiermit aus? Wo ist Bernd? Bernd?